So, willkommen zum zweiten Vortrag. Wir bleiben beim Thema Relevanz. Michael Reichert ist bekannt für seine Arbeit im Bereich Open Railway Map, im Bereich Eisenbahnmapping und in vielen anderen Belangen. Er wird uns jetzt das Thema Relevanz an Beispiel von OpenStreetMap Karto und an Open Railway Map näher bringen. Und ich bin schon gespannt auf seine Ausführungen. Bitte. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Umgang mit vorhandenen und fehlenden Relevanzinformationen in OpenStreetMap-Kartenstilen. Ich werde zuerst in meinem Vortrag auf die Problemstellung eingehen. Danach werde ich zeigen, wie man das bei Bahnhöfen lösen kann, wie man diese bewerten kann, wie relevant sie sind. Dasselbe noch einmal bei Flughäfen und danach noch kurz die Vor- und Nachteile und einen Ausblick bieten. Zuerst bei OpenStreetMap setzen wir die Technik der regelbasierten automatischen Kartografie ein. Das heißt, wir haben Geodaten, die haben Sachattribute, zum Beispiel Highway gleich Motorway. Und wir haben einen Regelsatz, der sagt, wie diese dargestellt werden sollen, diese Geodaten. Zum Beispiel hier Linienfarbe Rot, Strichstärke 2 und da kommt eine Grafik heraus. Diese Automatisierung hat natürlich den Nachteil, dass kein Mensch davor sitzt vor dem Bildschirm und nochmal auswählt, welche Objekte denn wirklich erscheinen sollen, sondern man hat einen festen Regelsatz. Das funktioniert ganz gut, wenn die Objekte, die man mit diesen Regeln auswerten kann, eine einheitliche Relevanz haben und oder es wenigstens numerische Werte gibt, um sie feiner klassifizieren zu können. Bei Städtenamen geht es einigermaßen gut. Da gibt es das Population Tag in OpenStreetMap, sodass man in den OpenStreetMap-Daten auswählen kann, welche Städte wirklich relevant sind und wo man die Relevanzgrenze zieht. Das hängt vom Maßstab ab und auch von persönlichen Empfindungen, von der Kultur der Kartenbetrachter und so weiter. Es funktioniert nur mäßig, wenn es feste Klassifikationen gibt im Datensatz. Also zum Beispiel in OpenStreetMap ist es bei den Straßen der Fall, oder bei den Verwaltungsgrenzen, das zeige ich nachher, woran das scheitert. Und schlecht funktioniert es, wenn die Klassifikation in den OpenStreetMap-Daten nur grob ist oder es große Unterschiede innerhalb einer Feature-Klasse gibt. Also wenn sowohl sehr relevante Features, wie zum Beispiel sehr wichtige große Bahnknoten, exakt dieselben Attribute haben, wie irgendwelche kleinen Bahnhöfe in provinziellen Nestern. Das sind zum Beispiel Flüsse gehören da dazu, Bahnhöfe und Flughäfen. Gehen wir mal zu den Städtenamen. Das ist OpenStreetMap Karto. Ich glaube, dieses Bild habe ich gerendert mit dem Kartenstil, der etwa ein halbes Jahr alt ist, aber da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Wir sehen hier in dieser Ansicht nur Großstädte. Denn auf der Zoom-Stufe werden in OpenStreetMap Karto nur Städte dargestellt, die mindestens 70.000 Einwohner haben. Die Folge ist, in Gegenden, wo eigentlich auch vielleicht noch eine relevante Stadt wäre, wie hier zum Beispiel Coburg, oder da Bamberg, die werden nicht dargestellt, die sind einfach ein bisschen zu klein. Und es sieht hier noch gut aus, wenn ich jetzt irgendwo in dünner besiedelte Gegenden gehe, dann habe ich eine Karte ohne Städte. Das heißt, die Karte ist auch nur so gut wie der Regelsatz. Bei Straßen zeigt sich der Nachteil einer festen Klassifizierung. Wir haben die Stufen Motorway für Autobahn, Trunk für je nach Land Schnellstraße oder Hauptverkehrsstraße und Primary für so Bundesstraßen. Und in Tschechien ist das Autobahnnetz nicht so gut ausgebaut als in Deutschland, also ist Tschechien irgendwie straßenlos und stellenweise gibt es halt auch einfach noch Lücken, weil die Autobahn noch nicht fertig gebaut ist oder nie gebaut werden wird. Sieht man in Deutschland nur bei den Schnellstraßen, wenn halt irgendwo eine Ortsumgehung vierspurig und autobahnähnlich ausgebaut ist und der Rest ist noch Landstraße. Das ist ein Screenshot aus dem deutschen Fork von OSM Karto, aber im Internationalen sieht es genauso aus. Ganz schlecht ist es bei Flüssen. Bei Flüssen haben wir in OpenStreetMap eine Kategorie für alles, über das ein Mensch nicht mehr springen kann. Das ist ein Fluss. Und ich glaube, die Mapper wenden diese Regel nicht streng genug an, sonst wäre die Karte wirklich blau. Der rote Punkt ist Freiburg und dieses Bündel hier, das ist der Oberrhein zur Orientierung. Flussklassifikation behandle ich in diesem Vortrag nicht, dafür reicht die Zeit nicht. So sieht es aus mit Bahnhöfen. Ich mache einfach, das ist Open Rail Map Kartenstil, aber die Schriftfarbe jetzt in schwarz und ein paar Features weggelassen. Ich habe einfach die Bahnhöfe genommen, wie sie aus der Datenbank kommen, einfach select meine Felder
vom Planet OSM Point, wer Railway gleich Station, dann kommt das daraus. Wer mehr als zwei Namen auf dieser Karte wirklich kennt und vielleicht dort war, scheint ein Bahnnerd zu sein. Also es ist, glaube ich, einzig relevant ist sogar Montparnasse in Paris, das ist ein größerer Fernbahnhof für die Züge Richtung Süden. Bei Flughäfen ist es ähnlich. Ich habe hier alle Flughäfen dargestellt, die einen IATA-Code haben. Das heißt, da gibt es einen Code für die Abwicklung von Passagierflügen. Das sind relativ viele in Deutschland. Kann auch sein, dass es da ein paar mehr noch gibt, aber das sind die, die in OpenStreetMap diesen Code auch haben. In OpenStreetCard werden Flughäfen erst, glaube ich, ab Zoomstufe 11 oder 12 dargestellt, weil für kleinere Maßstäbe wäre die Karte voll mit Flughäfen. Ich habe hier auch übrigens die Ortsnamen weggelassen, damit man überhaupt mal alle Flughäfen sieht. Das heißt, die Erkenntnis ist, wir brauchen einen numerischen Wert. Schauen wir uns an, wie das bei Bahnhöfen ist. Also wenn so ein Bahnhof in OpenStreetMap eingetragen ist, dann ist es, wenn mehr als bloß ein bisschen erfasst worden ist, nicht nur diese eine Bahnhofsnote hier, der schwarze, ein Punkt, Railway gleich Station, Name noch dabei, sondern auch die Bahnsteige vielleicht noch und oder die Halteposition hier in blau. Die Halteposition und die Bahnhofsnotes haben in der Regel den Namen des Bahnhofs. Bei den Bahnsteigen ist das manchmal dran. Wir brauchen den Namen nachher noch. Es gibt noch einen Zusatztag zu Railway gleich Station oder Railway gleich Halt. Das ist Station gleich Subway, Lightrail, Funicular oder Monorail. Das wird verwendet für die Bahnstationen von U-Bahnen, Stadtbahnen, Standseil und Einschienenbahnen. Es ist sehr nützlich, um innerstädtische Bahnhöfe von irgendwelchen U-Bahn-Netzen auszufiltern und sie nicht schon auf Zoomstufe 6 darstellen zu müssen. Routenrelationen sind eine Art, wie in OpenStreetMap mit Hilfe des Datentyps Relation Verkehrslinien abgebildet werden. Also zum Beispiel das hier ist der ICE Sprinter von Köln nach Hamburg-Altona. Diese Routenrelation ist eine geordnete Liste mit Referenzen auf andere OpenStreetMap-Objekte, also Nodes, Ways oder Relationen, und die haben eine Rolle. Hier zum Beispiel Köln Hauptbahnhof ist einerseits eine Halteposition drin mit der Rolle Stop und der Bahnsteig, der ist als Relation erfasst, mit der Rolle Plattform. So geht es weiter mit allen Stationen, dann noch der Fahrweg, also die Gleisways. Wie sieht es in der Datenbank aus, wenn ich die mit OSM der PGSQL importiere, habe ich eine Point-Tabelle, Planet OSM Point. Für die Text gibt es Spalten und die Geometrie ist noch eine Spalte. Soweit so einfach, kann man schön drauf Select Statements machen, erschließt sich. Routenrelationen werden etwas ungewöhnlich darin abgelegt. Und zwar, die landen in der Line-Tabelle, wo also linienförmige Objekte sind, und zwar mit einer negativen ID. Wenn sie positiv ist, ist es ein Way. Und nur die Way-Mitglieder der Routenrelation werden zu einem Line-String zusammengefügt oder Multi-Line-String. Die kommen in die Spalte Way. Die Attribute der Routenrelation finde ich dann hier entsprechend in den Attributspalten. Zusätzlich werden alle Relationen noch in einer Tabelle namens Planet OSM Rels abgelegt. Die ID der Relation, die Mitgliederliste als Textarray, abwechselnd die Rolle und dann die ID. Nochmal die IDs der Mitglieder sortiert nach Typ, also erst Nodes, dann Ways, dann Relationen. Deshalb gibt es auch die Spalten WayOff und RelOff. Die zeigen mir den Offset in diesem BigIntArray an, ab wo die Ways in die Relationen kommen. Und Tags sind die Attribute, das ist ein Array abwechselnd Key und Value. Um jetzt die Bahnhöfe anhand ihrer Wichtigkeit zu bewerten und dabei die Routenrelation zu berücksichtigen, mache ich mir erstmal diese Rels-Tabelle nutzbar, indem ich ein View darauf anlege, sodass ich dann nur noch die Way-Mitglieder die Way-Mitglieder habe. Genauso mache ich das auch mit den Node-Mitgliedern der Relation und den Relationen, die Mitgliederrelation sind. So, jetzt kommt der SQL-lastige Teil meines Vortrags. Um die Bahnhöfe zu bewerten, in der Open Railway Map ist es nämlich jetzt schon implementiert, bedarf es einiger Views. Ich habe hier einen View auf die Haltepositionen aus der Point-Tabelle, also von Planet OSM Point, where Public Transport gleich Stop Position. Gejoint
mit den Node-Mitgliedern der Routenrelationen aus diesem View von gerade eben, und der View ist ein View auf die Tabelle RELS anhand der OSM-ID. Wenn der Node aus der Pointer-Tabelle Mitglied der Relation ist, und das Ganze ist nicht performant genug, also braucht es noch ein Join mit der Line-Tabelle, wo ich nochmal einfach den räumlichen Index benutze, damit es überhaupt einen Index nutzt und fürs Live-Rendering schnell genug ist und nicht einen Sequential-Scan auf die Tabelle macht. Rauskommt dieser View, Relations-ID, ID der Halteposition, Name der Station und die Geometrie. Jetzt geht es ans Clustering. Ich clustere alle Haltepositionen mit demselben Namen im Abstand von 400 maximal 400 Längeneinheiten Abstand. Die Datenbank ist in WebMercator, das heißt, hier in der Gegend ist der Maßstabsfaktor 1,5 noch dabei. Das heißt, das sind dann nicht mal 300 Meter Abstand. Das heißt, wenn ich zwei Punkte habe und der Abstand ist gering, dann gibt es ein Multipoint, wenn der Name gleich ist. Wenn da jetzt noch ein weiterer entfernt ist, noch eine Halteposition, dann kommen die drei zusammen, gibt es einen Multipoint mit drei. Das heißt, wenn sie eine Station über eine lange Strecke hinzieht, also ein langgezogener Bahnhof, dann kann es sein, dass da auch größere Abstände zwischen den äußersten Punkten sind. Den Array, den ich aus ClusterWithin bekomme, in Set umwandeln, und dann ClusterWithin macht mir eigentlich eine Geometry Collection, deshalb muss ich da wieder ein Multipoint mit Collection Extract rausziehen. Und sicherstellen, dass die Relations-IDs dabei nicht doppelt sind, falls irgendwie eine Routenrelation eine Rundroute ist und die Halteposition zweimal referenziert. Sowas gibt es auch bei der Bahn. Nennt sich Berliner Ringbahn. Und nun muss ich noch die Haltepositionen mit der Station verknüpfen. Das heißt, ich joine das jetzt noch einmal mit der Point-Tabelle und dieses Mal Railway in Station, Halt oder Tramstop. Damit es auch für Straßenbahnhaltestellen geht, ist deshalb auch Tramstop dabei. So sah es vorher aus. Lauter unwichtige Stationen. So sieht es jetzt aus. Wird relevanter. Nein, ich habe hier nicht gecheatet. Ich habe die Hauptbahnhöfe nicht bevorzugt. Die Anzahl, die dahinter steht, hinter dem Namen, ist die Anzahl der Routenrelationen in OpenStreetMap, die diesen Bahnhof referenzieren. Wenn Halteposition und Bahnhofsnode den exakt gleichen Namen haben, also Stringgleichheit. Groß- und Kleinschreibung ist relevant. Nürnberg Hauptbahnhof 144, Ida Oberstein taucht hier auf, weil wichtige Bahnhöfe im Rhein-Main-Gebiet keinen Platz haben, weil deren Label mit Nürnberg kollidieren würde wahrscheinlich. Label Placement ist nicht Gegenstand dieses Vortrags. So, zur Diskussion. Also der Nachteil ist bei diesem Verfahren, Routenrelationen sind erforderlich, das heißt, in Entwicklungsländern funktioniert dieses Verfahren nicht und auch dort, wo die Mapping-Community nicht groß genug ist in OSM. Es gibt keine Sonderbehandlung für Endstationen, die meines Erachtens wichtiger sind als Unterwegshalte, wenn man dort nicht umsteigen kann. Es sind nur die Anzahl der Routen, nicht deren Länge oder deren Wichtigkeit. Also ich bevorzuge keine Fernverkehrslinien. Es reagiert sensibel auf Mapping-Feinheiten. Das heißt, wenn Mapper in einer Stadt die Angewohnheit haben, eine Linie mit mehreren Routenrelationen zu erfassen, um sämtliche Haltevarianten abzubilden. Auch die Varianten, die nur einmal am Tag gefahren werden und drei Stationen auslassen. Dann kann man damit die Station wichtiger machen, als sie tatsächlich ist. Das heißt, es kann sein, dass irgendwelche Busbahnhöfe auf dem Land, wo 20 verschiedene Schulbuslinienvarianten fahren pro Linie, wichtiger sind als ein Busbahnhof in der Großstadt. Die Slim Tables aus OSM-PGSQL, das sind die Tabellen, wo die OSM-Rohdaten abgelegt werden, die sind eigentlich ein Implementierungsdetail, die sind keine stabile API, die muss ich hier nutzen. Ich denke aber, sieht es zumindest aus, wenn ich die Doku überfliege, dass das neue Flex-Backend, woran Jochen Topf arbeitet, das erleichtert und ich die Slim Tables dann wahrscheinlich gar nicht mehr brauche. Die SQL-Abfragen sind langsam, trotz Indexen, die ich dafür extra anlege, man braucht ein Materialized View und das macht das Updaten schwieriger. Das Ergebnis ist auf openrailwayware.org zu sehen und den Quellcode gibt es auf GitHub unter der GPL-Lizenz. So zu Flughäfen. Das ist der Status Quo. Lauter Flughäfen. Da ist auch Kassel-Calden dabei, für das sich keine Sau interessiert.
Der IATA-Code taugt nicht wirklich zum Aussortieren irrelevanter Flughäfen, Flugplätze. Man kann schon mal die ganzen Segelflugplätze aussortieren, aber es bleibt zu viel übrig. Flugrouten werden OpenStreetMap nicht erfasst und ich finde das auch richtig so. Das heißt, ich kann nicht wie bei den Bahnhöfen einfach irgendwelche Linienverkehre berücksichtigen und Passagierzahlen erfassen wir in OpenStreetMap auch nicht. Das ist auch ein Überprüfbarkeitsproblem. Also brauche ich irgendwelche externen Daten, um das zu bewerten. Ich sage ja und nein. Ich habe den Datensatz der Flugrouten von OpenFlights verwendet. Das ist ein Projekt, das Informationen zum Flugverkehr unter der Open Database License bereitstellt. Der Datensatz für die Flugrouten dort wird aber seit 2014 nicht mehr aktualisiert. Wenn man den verwenden würde, das ist einfach ein Join mit einer zweiten Tabelle in der Datenbank, kommt etwa das hier raus. Frankfurt 990 Routen, Mannheim 2, Stuttgart 273, Straßburg 69. Man kann dann schon gut unterscheiden, was wichtig und unwichtig ist. Köln-Bonn erscheint hier, glaube ich, nicht, weil der Abstand zu Düsseldorf zu gering ist. Da sagt das Label Placement vom Mapnik nein. Man kann aber auch die Fläche des Flughafens verwenden. Das sind Hektar. Tatsächlich auch auf der Oberfläche und nicht in Mercator-Einheiten. Frankfurt 1800 Hektar, Ramstein 1200, Spangdahlen 650 Hektar. Das Interessante ist, diese zwei Flughäfen werden halt nicht vom Personenverkehr bedient, außer man ist im Dienst. Und ich denke, die sind eigentlich auch relevant darzustellen, zumindest wenn es um Fluglärm geht. Und ich finde deshalb, dass Flughafenfläche das bessere Kriterium ist. Es führt auch dazu, dass Flughäfen, die relativ viel Frachtverkehr haben, auch wichtiger sind. Zum Vergleich, Leipzig hat 79, also nicht mal ein Zehntel von Frankfurt an Flugrouten. Und hier ist es zwei Drittel von Frankfurt von der Größe her. Und die Flughäfen, die Routen haben den Vorteil, dass sie die verkehrliche Bedeutung widerspiegeln. Es sind aber nur alte Daten verfügbar und sie bieten nur Personenverkehr an. Ich habe keine Frachtrouten. Und ich weiß auch nicht, wie die Militärs fliegen. Die Fläche hat den Vorteil, dass man keine Drittquellen braucht. Die Daten zur Fläche sind genauso aktuell wie die restlichen OSM-Daten. Das heißt, ich kann das alles aus einer Datenbank rendern. Wenn jemand den Flughafen einträgt, hat er sofort auch eine Fläche mit erfasst. Und ich kann sofort auch die Relevanz dieses Flughafens berechnen. Ich brauche keine besonderen Datenkopfstände beim Datenbank-Setup machen, nicht noch extra Daten hinzuladen, macht das Server-Setup auch einfacher. Aber Fläche ist nicht gleich Wichtigkeit. Und die Überprüfbarkeit ist auch eine Frage. Wenn man sich darauf einigen würde, dass die Grenze des Flughafens auch für das Polygon verwendet wird, dann kann man klar sagen, dort wird der Zaun, hört der Flughafen auf. Nun zur Allgemeindiskussion. Ein Algorithmus zur Auswahl und zur Platzierung der Beschriftung bleibt hier außen vor. Ich habe jetzt nur sozusagen die Werte ermittelt, anhand derer man überhaupt Entscheidungen treffen kann, was man darstellen möchte. Der OSM-Karte und auch andere Kartenstile nehmen als Hilfslösung, dass sie einfach in ihren Select-Statements aus der Datenbank noch ein Order-By machen und die Ergebnisse anhand irgendwelcher Werte sortieren, zum Beispiel bei Ortschaften anhand der Einwohnerzahl. Dass die größeren Ortschaften zuerst erscheinen und der Renderer, wie zum Beispiel Mapnik oder Map-Server, zuerst die großen Ortschaften rendert und wenn noch Platz ist, kommen noch die kleinen dran. Die Aktualisierbarkeit ist je nach Verfahren relativ anspruchsvoll. Bei der Open Railway Map brauche ich ein Materialized View. Das heißt, ich muss diesen refreshen, sobald ich ein Datenbank-Update einspiele. Das geht bei der Open Railway Map. Dort spiele ich Datenbank-Updates nur alle paar Stunden ein. Aber wenn ich jetzt OSM-Karte anbieten würde als Teilserver, dann würde ich wahrscheinlich minütlich diesen Server aktualisieren. Und dann kann ich nicht alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten ein Materialized View refreshen. Das ist nicht so wirklich sinnvoll. Da möchte man wirklich direkt mit den Select-Statements des Renderers auch wirklich gleich alle Daten haben und alle Berechnungen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, Michael, vielen Dank für deine Ausführungen. Wir haben Zeit für Fragen. Vielleicht als erste Frage, bis jemand Thomas hat eine Frage. Bitte.
Naja, du erwähntest ja, Nachprüfbarkeit von Passagierzahlen ist natürlich so ein bisschen schwierig und dann hätten wir auch wahrscheinlich wieder das Problem mit den Frachtzahlen, weil das wahrscheinlich dann auch, man müsste es wahrscheinlich irgendwie zusammennehmen. Müssen wir Geschäftsberichte auswerten von den Flughafengesellschaften? Ja, müssen wir mal gucken, vielleicht gibt es da auch irgendeinen Datensatz zu, aber das hat ja so ein ähnliches Problem eigentlich schon fast wie Einwohnerzahlen. Ja, da müssen wir uns ja auch im Prinzip darauf verlassen, dass das, was da irgendwie bei OSM am Ende landet, irgendwie von der richtigen Stelle gekommen ist und dass das irgendwie korrekt gezählt wurde. Also dass die Definition der Stadt richtig ist. Weil wenn die Kommune, deren Einwohnerzahl da drin steht, relativ klein ist, in der Umland riesengroß, dann ist die Stadt auch nicht wichtig. Ja, ja. Okay. Ja. Weitere Fragen? Ganz hinten bitte, beim Videoteam. Ja, also die Geschichte mit der Relevanz der Städte kann ich unterstreichen. Ich komme aus Ostfriesland und wenn ich dann mal bei Treffen bin von Radfahrervereinen, Wandervereinen und Geocachern, dann wird die Karte zeigen, dass die erste Kritik, die kommt, du kannst dich überhaupt nicht orientieren, weil überhaupt nichts da ist auf der Karte. Wenn du also voll Ostfriesland drauf hast, hast du 4 oder 5 Städte und das ist alles. Du kannst dich gar nicht orientieren. Hast du dir angeschaut, wie man Bahnhofsrelevanz über dessen Fläche repräsentieren kann? Ich würde das gar nicht erst versuchen, weil ich genügend Bahnhöfe kenne, die sehr klein und sehr wichtig sind. Ich sage nur Köln Hauptbahnhof. Der Bahnhof ist ja dafür bekannt, dass er sehr überlastet ist und zu klein. Andere Fragen noch? Würde bei Bahnhöfen und Flughäfen nicht die Zahl sozusagen der Stops eine Relevanz bedeuten? Weil damit würde ja sozusagen auf der einen Seite eine Hauptverkehrsstrecke, also ein Hauptverkehrsbahnhof erscheinen und gleichzeitig auch ein Kreuzungsbahnhof. Ja, also die Anzahl der Zughalte dort pro Tag wäre auch ein tolles Kriterium, um die Bahnhöfe zu gewichten. Das Problem ist, Fahrplandaten sind bis Anfang dieses Jahres in Deutschland gar nicht frei verfügbar gewesen. In jedem Land ist es anders. Und selbst heutzutage sind sie zwar angeblich Open Data, aber die Open Data Plattform hat seit 2 Wochen einen defekten Mail-Server und ich kann meinen Account nicht registrieren. Und wenn ich mir die Daten erst per aufwendige Recherche besorgen muss, dann kann ich auch gleich die Passagierzahlen von Flughäfen recherchieren und da sitze ich Tage. Ich hätte mal eine Frage, die sowohl an dich als auch an Christoph geht. Also wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten gesehen, wie man für bestimmte Features die Wichtigkeit berechnen kann, was ja auch irgendwie so ein bisschen nicht skaliert, wenn man praktisch für Stadt, Bahnhof, Haltestellen, sonst was, was berechnen muss, was eigentlich jeder auf der Karte so ein bisschen braucht. Christoph hatte gesagt, ja, wir sollen es eigentlich nicht mappen, die Wichtigkeit, was wichtig ist. Die Frage ist, seht ihr eine Möglichkeit, dass Mapper das unterstützen könnte, dass man die richtigen Features findet, um eine Wichtigkeit zu bestimmen? Schwierige Frage. Also grundsätzlich würde ich für die Mapper den Ratschlag geben, erfasst Dinge, die klar überprüfbar sind. Also genau universell jetzt irgendwie zu sagen, was dazugehört und was nicht, das hängt von dem Objekt ab jeweils. Aber das ist oft schon ein guter Ratschlag, weil oft werden durchaus auch Dinge nicht erfasst, die interessant sein könnten, weil der Mapper den Eindruck hat, das ist jetzt nicht interessant, aber womit man dann am Ende schon doch eine Menge machen könnte. Also zum Beispiel mit Population, das ist zwar mittlerweile recht verbreitet und verstehen auch viele, aber historisch betrachtet war das gar nicht so populär, das zu erfassen. Und auch so die Sache, dass manche Mapper denken, Population kann man nur erfassen, wenn es da irgendwie eine offiziell verlautbarte Zahl gibt. Man kann da auch mal schätzen. Also man kann auch mal einen Ort nehmen und statt keine Population zu taggen, einfach mal eine Schätzung machen. Das kann auch funktionieren. Die Schätzung wird bestimmt besser sein, als der Default, der in OSM Kato hardcodiert ist,
wenn keine Population-Zahl erfasst ist. Genau. Ich muss jetzt natürlich nochmal für eins Werbung machen. Nominatim benutzt ja seit Jahren Wikipedia Importances, also sprich die Linkwichtigkeit in Wikipedia. Und ich fände es mal interessant zu sehen, ob das nicht auch für die Relevanz auf der Karte funktionieren würde. Nur mal als zusätzliche. Also meine Erfahrung ist, was Wikipedia-Text an Bahnhöfen angeht, es gibt Gegenden, da hat gefühlt jeder Bahnhof einen Wikipedia-Artikel, da gibt es Gegenden, da hat keiner. Und da hat sich in den letzten Jahren auch nicht mehr was geändert. Irgendwie scheint es da regionale Unterschiede bei den Relevanzkriterien der Wikipedia zu geben. Es geht ja auch nicht darum, ob es einen Wikipedia-Artikel gibt, sondern wie wichtig er innerhalb von Wikipedia ist. Allerdings gebe ich zu, gerade Eisenbahnmapping ist ein Problem, weil es Leute gibt, die das sehr wichtig finden und da sehr viele Links setzen. Die Eisenbahnfreaks sind manchmal etwas seltsam. Okay, an der Stelle müssen wir jetzt die Diskussion beenden, dass wir noch genügend Zeit haben, um für den nächsten Vortrag vorzubereiten. Bitte noch einen Applaus für Michael. Applaus